Einvernehmen. Doch warum? Lange, geile Geräte b***en in dreckige Löcher. Tausend Liter Sperma. Das oder mehr hat... Fein lässt er sich wunderschön. Kommt hier so durch, so? Ja. Instagram Battle. Oh, Opfer! Kommen wir nun zum Opfer, ja! Freunde, es ist etwas Großes passiert. Keine Schätzfrage, sondern eine Schnelligkeitsfrage. Was? Eine Geschlechterfrage? Ja. Welches Geschlecht hat André? Weiblich! Oh! Oh, Jan packt wieder Opfer-Gun heute aus. Dieser Gun aufs Gesicht, aber man muss die Augen offen halten. Nee, den Mund machst du mir offen. Ja, beides. Freeze-Bombe? Also, ich würde mit einem Flugzeug in so einen riesigen See fahren und dann solche Freeze-Bomben da reinlegen und kurz vor dem Aufprall abspringen mit solchen Schlittschuhen und dann diese Rampe runter. Was? Schlittern. Ultra krank im Kopf. Was denn? Was ist denn eine Freeze-Bombe? Zu viel WoW gespielt. Opfer. Ja! Okay. Steht Wubi Wubi und weg. Ja, ist ein Unterschied auf jeden Fall. Wupp, 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 like a boss. Alter! Alter! Oh mein Gott! Jetzt können wir so eine Feuerblase erschaffen. Ja, das geht raus. Oh. Excel. Gute Idee. Und dann ist hier so eine Scheiße bei entstanden. Oh, diese Jungs! Ist auch ein Klassiker, ne? Ja. Hier ist dieser Herr und klopft an diese Tür und schreit wieder, oh, diese Jungs! André mit seinem treuen Gefährten Simon kann dieses Battle nicht schief gehen. Diese Gestalt kann Realität mit der World of Warcraft nicht mehr auseinanderhalten. Ja, ich hab mich eingesperrt und die ganze Zeit WoW gespielt. What's going on here? Und wirf den, wenn der brennt, in dieses Loch da rein. Ja, natürlich geht das. Ja, mach. Komm her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, nein, oh mein Gott! 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 Oh nein, das Wasser läuft aus! Alter, ist das krass. Alter, diese Nachbarn, die rasten aus, ne? Ah, diese hier! Ich finde, es ist ein Weg. Man kann mit Hass auch Liebe bewirken. Ich schneide hier weg, Simon. Hast du gebläht, André? Sag mal. Hast gefurzt, ne? Was? Irgendwer hat hier gefurzt. Wie stopft man viele Elefanten in einen Kleinwagen? Vorne zwei, hinten zwei. Oh, scheiße, nee. Wir müssen das beenden. 3, 2, 1. Sabotage, Sabotage. Und ich sehe ihn nicht. Hab ihn, hab ihn. No! Es kann ja sein, dass dieser Mensch in so einem Labor immer Schläge bekommt. Nach und der hängt so in der Luft. Der hängt in der Luft. Auf den Kopf. Was? Und er schießt seine eigenen Kollegen ab. Also was? Er ballert mich so ab und der denkt sich so, oh Junge. Er schießt so ein. So. So ist ihr, habt klar, ihr habt noch Wasser verdient. Oh, okay, okay. Das hat nicht funktioniert. Es gibt nichts, was mich hält. Oh fuck.
Ich habe geträumt, ich bin als Frau verkleidet vom Dach gefallen. Aber Schatz, zum Glück habe ich ja dich. Denn manchmal träum ich nur von dir. Ja. Schatz? Schatz? Oh mein Gott! Von dieser Angst habe ich noch nie gehört, aber Zyklophobie ist die Angst vor Fahrrädern. Nein! Oh Gott, was ein Albtraum. Ich habe geträumt, mich verfolgt ein Fahrrad. Schatz. Schatz? Schatz? Geh weg! Oh Scheiße, wie gehe ich denn jetzt? Hätte ich bloß keine Angst vor meinen Haaren, dann könnte ich jetzt auf Pferden reiten und die würden schön im Wind wehen, aber was soll ich da machen, ne? Like a Panther. Ob das wirklich so eine gute Idee war, nur mit diesem Ding hier? Kann man damit überhaupt wen verletzen? Nee. Okay. Ich geh mal nachschauen. Okay, 3, 2, 1. Daylight. Oh, Scheiße, Mann. War das echt schlau, dieses Irrenhaus oder Krankenhaus nur mit einem Handy bewaffnet zu betreten? Da ist eine Tür. Was ist da drin? 3. 2, 1. Hey, wer bist du überhaupt? Hey, was soll das? Mein iPhone 5S macht dich fertig. Meine Full-HD-Cam ist viel stärker. Ich hab das iPhone 5 Galaxy. Warte. Ich bin gar nicht böse. Richtig? Nein, ich bin auf deiner Seite. Komm, wir stehen das zusammen durch. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch so einen sinnlosen Dialog, damit der Zuschauer wieder ruhiger wird und sich dann noch mehr erschreckt. Boah, krass. Sniper ist ja mega overpowered. Ich könnte locker einen Chinesen aus 10.000 Kilometern erschießen. Meine Leis! Du Timelung! Oh nein, na, war der Quatsch! Sonny! Hey, was bist du? Tja, anscheinend bist du doch scheiße. Richtig scheiße. Liebe Freunde, heute wir sind wieder da. Ganz leger zum Let's Draw. Nein, natürlich nicht! Baumstamm, eine! Tschüss, Herr Pepper! Was? Was ist los, Alter? What's going on here? Richtige Antwort lautet 49%. Ah! Oh! Jetzt nehme ich mir erstmal was von dieses Brüm. Hä, bist du behindert? Du hast viel mehr. Detektiv André sieht hier alles. Oh, nee, André hat gefurzt. Bist du behindert? Ich bin hier hinten. Mann, da laber ist nicht. Ich sag Scheiße. Oh ja, dann wasch mal deinen Schwanz. Alter, es stinkt hier unendlich. Mann, halt jetzt die Fresse, hier ist gar nichts. Bist du bereit? Ja, okay. 3, 2, 1 und kleines Abfeiern! Oh! Oh mein Gott! So ist es, liebe Freunde. So, liebe Freunde, wir haben es wieder 11 Uhr, wir dachten uns, terrorisieren wir ein bisschen unsere Neighborhood. Nee, Moment mal. Was? Dieses Format geht los und diese Zuschauer werden angebrüllt. Ja, darauf stehen die doch, Mann. Nein, guckt mal, liebe Freunde, wir haben eine Änderung gemacht. Wir haben hier einen Mirror angebracht. Da kam die Äußerung, dass das vielleicht eine Kommentar. Ganz gute Idee wäre. Eine Veränderung?
Ich dachte gerade, ich dachte schon. Ja. Ja. Ich dachte, what's going on here? Das wird wieder so eine. Ich sehe das kommen, Alter. Ich dachte mir, what's going on here? It's time to like my video. Let's go. Justus Bohm. Oh warum ist es denn Zeit dafür? Hallo? Liebe Freunde! Jeder, der darf nicht like. Ist dumm. Justus! Ja. André legt sich ins Zeug. Ja, egal, ich geh. Oh, wenn die jetzt aber 5 sind, dann bin ich gebumst, so wie Justus Bumsebiene. Alter, wir terrorisieren den Sohn. So, und jetzt kommen wir zu meinem. So, nur weil er die Maske anzieht, hat er ja keine Tentakelfüße. Alter, jetzt fliegen wir hier raus. Mann. Shit. Hier ist mein Bild. Das hat kurz gedauert. Oh. Jan hatte das immer gesagt, yo, ich mache erstmal den Schwanz-Dance. Jan stand dann wirklich immer so, wir standen da drum, das war mega peinlich und Jan hat immer so gemacht und hat immer wie solche Schlangenlinien da und Jan immer wieder so. Wirklich. Und wir waren da dann immer und dann Jan immer so, yo, ich pack jetzt den Schwanz-Dance auf. Dann wussten wir schon, okay, jetzt können wir weggehen. Und der stand da alleine und im Radius von 5 Metern war keiner und Jan. Also das war wirklich Opfer. Oh, schaut euch genau Andres Gesicht an, Leute. 6408. Nein! Ist ja egal, was ich gesagt habe! Voll der gute Typ, Alter. Oh, schaut, der hat voll überlebt. Oh, seine Augen. Aber seine Augen sind weggeflogen. Guck mal, er dampft jetzt. Irgendwie er qualmt, Alter. Voll der Raucher. Ah, ja. Jo, Alter. Ey, das sind perfekte Dinge, Alter. So, liebe Freunde. Zum Instagram-Battle. Das wird mir jetzt aber zu animalisch hier. Bitte ein bisschen. Mann! Was hab ich gesagt, Jenge? Okay, das Geheimnis ist auf jeden Fall. Ich bin sehr überrascht, weil ich so nackt angetroffen werde. So. Ja. Und dann wird's man erwischt ihn nackt in der freien Wildbahn. Okay. Ich bin richtig erschrocken. Dann lüftet sich so mein Geheimnis. Nämlich, ich hab einen richtig was immer so peinlich ist, einfach, dass die Eichel aussieht wie Jenga. Als ob die so eine Candy. Mega stark. Mega stark. Junge, wir haben die ganze Zeit so geredet, was wir machen sollen. Und dann meinte Adi das einfach, du hast einen dicken Schwanz mit Jengis Kopf dran. Hammer stark. Diese Bilder heute sind einfach nur, wie Tuttle entweder mit Adi rumfinkt oder irgendwelche dicken Schwänze. Und immer so überglücklich. Ja. Jetzt warum? Genau, also wir waren, mein Mama war Freitag, gay oder so. Mann, Maul. Ich stehe auf Tretboot fahren, für immer jung sein. Peter Pan, doch wenn du neben mir liegst, dann steh ich nicht mehr auf, wenn du neben mir liegst. Ich glaub, ich hab mich eben verliebt. Ich steh nicht auf, wenn du neben mir liegst. Ich steh nicht auf, denn ich steh auf dich. Babe, wir gehen nicht raus, wenn du bei mir bist. Es gibt so viele Frauen, doch ich seh nur dich, denn ich steh auf dich. Maria, oh oh. Scheiße, dass du geboren bist. Ohne dich wär die Welt ein Stück besser. Ich hoff, dass dich ein Meteor trifft. Gerne heute, doch am besten schon gestern. Wenn du nervst, 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 nervst. Egal was du tust, wir haben genug von dir. Obwohl wir eh schon alle über dich lästern. Back einen Kuchen und lad alle zum Fest ein. Neben dir fühle ich mich immer gleich etwas besser, denn neben
nicht aus wie Tom Cruise, Brad Pitt oder Heath Ledger, denn ach, du weißt,